herzlich willkommen zum wundervollen neuen GPL-Spieltag. Es ist Spieltag Nummer 13, vorletzten Spieltag der Season Nummer 9. Ich spiele gegen Belex. Ich habe eine einzige Bitte für diesen Kampf. Bitte einfach kein Listen. Habe ich echt keinen Nerv zu. Es ist bockwarm in diesem Zimmer. Bitte bei Gott, bitte lass jetzt kein DC kommen. Da habe ich heute auch allgemein einfach keinen Nerv zu, muss ich ehrlich sagen. Deshalb ja, ich bin sehr gespannt, was er alles mitnimmt. Ich vermute Kyurem, Amphira, Persimmon, Slowbro, Brokolos und Stalobor. Aber ja, wir lassen uns da ein bisschen überraschen, was da so ein Ding ist, was er dabei hat, was er haben will. Was er mitnehmen will. Ich sag, also, ne, ein paar Mons sind gesetzt und es ist... Okay. Wir vergessen alles, was ich gesagt habe. Es ist ein ganz anderer Squad. Es ist kein Persimmon dabei. Das ist schon mal ganz gut. Es ist Stout... Warum ist... Okay, Stoutland ist mit dabei. Das irritiert mich. Ich habe Stout... Was kann Stoutland? Also Sandrush, ja, und dann irgendwie Fassade? Ist der so gut gegen uns? Ich meine, der kann noch Eiszahn und so, der hat halt Coverage, das sehe ich, aber... Ja, okay, ich überlege gerade, gibt es irgendeinen Grund, nicht mit Lando zu leaden und Rocks zu werfen? Eigentlich nein. Ich meine, wenn er mit Kyurem leadet, ist doof. Aber das wäre irgendwo aushaltbar. Weil ansonsten gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Also Wutkicks wäre noch eine Möglichkeit. Dann Vote switchen wir direkt gegen Gigalith. Finde ich auch nicht sogar. Ich sag, Kipferl ist auch gar nicht mal so ein schlechter Lead am Anfang. Aber ich finde eigentlich Pickup sehr nice. Also kann natürlich von Kyurem easy gepunished werden. Ne? So ist jetzt nicht. Wenn er damit leadet, dann mega kacke. Weil allgemein der Kyurem Lead tatsächlich gar nicht so schlecht aussieht, muss ich sagen, wenn ich jetzt so drüber gucke. Beziehungsweise, wie es mir gerade aufgefallen ist, das Problem ist nur, mir ist die Zeit ausgegangen, bevor ich zu wenig Mons auswähle. Ja, machen wir das lieber so. Leader einfach bitte mit deinem Gigalith, dann haben wir eigentlich ein gutes Lead-Matchup, dann werfen wir Rocks, er wirft wahrscheinlich Rocks und das ist okay. Sogar wirklich okay. Ich hab's mir gedacht, wir hätten einfach mit irgendwas an. Ja, aber andererseits, dann wäre Riflex mein Lead gewesen, damit wäre ich auch nicht drin geblieben. Von dem her sah ich, einen Intimidate drauf zu bekommen, ist jetzt auch nicht mega verkehrt. Deshalb ist es okay. Wir kriegen direkt Infos über den Boy. Das ist auch eine Sache, die wir, denke ich, mitnehmen. Ich brauche da tatsächlich nicht mal eine Sekunde lang zu überlegen, weil ich genau weiß, wir müssen hier wechseln. Uns bleibt da gar keine andere Wahl. Jetzt hätte ich natürlich auch gerne irgendwas statt dem Body Press dabei. Also aka Defog, weil Body Press braucht... Ja, wobei gegen Stoutland ist Body Press actually gar nicht so kacke. Und der geht auf den Freeze Sprite. Wie viel macht das? 399... Das war viel Damage. Das war sehr viel Damage dafür, dass das nur Freeze Sprite ist. Der ist Specs. Weil der hat uns von Full auf 287... 28% hat er uns gemacht. Und ich glaube, das dürfte damit eigentlich bestätigt Specs sein. Vergesst, Specs hätte sehr viel mehr Damage gemacht. Ich habe nichts gesagt. Das sah anscheinend doch nur nach mehr. Dann ist das einfach nur eine Max-Roll gewesen. Okay. Wir verlieren eigentlich nichts mit einer Kehrtwende hier. Wird nicht drin bleiben, denke ich. Und selbst wenn doch, ist das erstmal okay, weil wir die Citrobeere haben. Das heißt, wir können es uns auch einfach einmal erlauben. Er kann halt gescarft sein. Aber wenn er gescarft ist, ist das irgendwo okay? Die Frage ist, schicken wir jetzt einfach Libalo rein? Weil wenn er gescarft ist, ist okay. Und dann drückt er nämlich... Also wenn er... Ja, nee, passt. Wir können in Libalo gehen. Oh nein, bitte nicht. Lass es nicht jetzt schon anfangen. Das ist... Oh Gott, Belex! Wir können in Libalo gehen. Und eigentlich finden wir jetzt heraus, ob er gescarft ist oder ob er eine Choppleberry trägt. Das ist eigentlich so quasi die Information, die ich jetzt hier gerne mir... erwirtschaften würde. Wir können sowieso mit Fußkick noch nicht killen. Deshalb gehen wir nochmal auf Kehrtwende. Ich habe mir davor überlegt, ob wir mit Corviknight halt einmal einen Angriff machen wollen. Aber er geht raus. Das heißt, ich vermute, dass da der Walschal liegt. Halte ich zumindest für sehr wahrscheinlich. Und Noma Kappa kommt rein. Das ist aber in Ordnung, weil wir damit Toxtricity reinbekommen. Beulenhelm, I guess. Ja, Beulenhelm. Ich habe so keinen Bock auf dieses scheiß Slowbro. Das ist der Wahnsinn. Ja, und wir werfen Toxtricity rein. Und dann wird erstmal... Dick Fett Overdrive gedrückt. Also bisher, also ich weiß ja, was ich gegen die Mons machen will. Deshalb ist das alles noch irgendwo in Ordnung. Ich vermute, es wird jetzt Gigalith kommen. Das heißt, eigentlich können wir Vote
switchen. Also ich muss nicht mal auf Overdrive plus Void Wechsel gehen, weil sonst erlaube ich ihm Tarnsteine for free rauszuwerfen. Da habe ich wenig Bock drauf, deshalb lassen wir einfach mal den Brocken reinkommen, gucken ein bisschen, was der Damage von dem, oder was der Damage sagt gegen den Brocken. Ich vermute aber einfach mal, da wird ein Spedef Gigalith auf uns warten. Void Wechsel macht, ja, das ist definitiv Spedef. 20 bis 24 circa war das an Damage. Und damit gehen wir auch schon wieder in Lando. Und jetzt ist halt die Frage, wollen wir Tarnsteine? Ich denke, wir wollen Tarnsteine. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass wir Tarnsteine wollen. Weil allgemein in dem Matchup sieht das zu gut aus. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er auch die Tarnsteine jetzt hier rauswirft. Er hat die Überreste auf dem Ding, okay. Deshalb überlege ich, ob wir nicht einmal... Ist es ein Ding? Können wir den mit Erdbeben hier rausnehmen? Ich kann sogar vorstellen, dass Belex nämlich hier jetzt einfach callt. Oh! Downy drückt doch eh Rocks. Aber ist es das? Nee, eigentlich darf er den nicht risken. Eigentlich darf er den nicht risken, glaube ich. Auch wenn ich super gerne einfach... Okay, gut. Erdbeben gedrückt hätte, um den rauszunehmen. Aber die Dunkelfeder kommt rein. Wird, I guess, einfach defoggen. Ist so meine Vermutung. Die Frage ist, wollen wir da jetzt edgen? Wollen wir Present 2.0 sein und einfach mal ein bisschen die Stone Edge klicken? Ich denke, das wollen wir nicht. Ich denke, wir wollen hier einfach eine Kehrtwende klicken und gehen dann eigentlich wieder in Riffhex. Ich sage, es wäre sogar eine Überlegung, in Corviknight zu gehen zum Roosten. Aber da müssen wir... Na, nee, ich glaube, das ist es hier noch nicht. Könnte auch hier Fallplayen, um richtig gut Damage auf mein Dings zu bekommen. Aber ich glaube nicht, dass er es machen wird. Und jetzt sind wir halt in einem interessanten Kreise vermutlich drin, wenn er jetzt auflockern drückt. Er hat da Defog drauf, welche Überraschung. Weil wir drücken halt jetzt einfach wieder Voidwechsel und haben eigentlich keinen Drawback dabei. Was ich mich jetzt frage, Gigalith, nee, wenn der Spedef ist und vor allem, wenn er Leftovers hat, können wir den nicht mit Overdrive an der Stelle two-shotten. Wir drücken halt wieder Voidwechsel. So, like, es gibt halt nichts, was ich anderes hier gerade machen muss und machen kann. Deshalb kann ich hier gerade einfach meine Moves spammen wie noch was. Wir spielen heute Karussell Dredig, aber sehr stark. Und dann kommt jetzt wahrscheinlich wieder Gigalith. Nee, Cerberus kommt rein. Wer zum Teufel ist das? Outland, ist der AV? Oder warum wird der denn jetzt reingeschickt? Ist das AV? Toxtricity. Hat Stoutland irgendeinen Move, um zum Beispiel Latios zu one-shotten? Oder hat er allgemein irgendwas, was Corviknight richtig gefährlich wird? Ich bin so verwirrt, was der machen will. Deshalb überlege ich, ob ich in Leibniz gehe und einfach mal rooste. Weil Ice Beam schon viel Damage, weil ich glaube, das könnte... Maybe war das auch Modest Damage. Das heißt, wir gehen erstmal in unsere Defensive in Corviknight. Und ich weiß, ich nehme jetzt ein bisschen Tempo raus, aber ich will... Ich kann gerade nicht einschätzen, was der da macht. Deshalb würde ich jetzt einmal mal Ruheort klicken. Wenn es zu leise kommt, ist das okay. Er geht auf den Stromschluss, das sollten wir aber leben. Okay, das war guter Damage von ihm. Aber er macht sich halt auch Recoil. Wir spielen so ein bisschen gegen Crit. Aber ich will eigentlich nur den Sandsturm ein bisschen auslaufen lassen. Dann ist die Überlegung, ob man den Lando T sogar wechselt. Also, und der Sandsturm ist jetzt weg. Genau, jetzt ist die Frage, ob wir wieder in Lando T gehen. Ist halt recht obvious. Aber, I mean, er kann das mit Slowbro predikten. Er könnte auch versuchen, mich low zu halten. Ich glaube, es ist an dem Punkt zu risky, Corviknight irgendwie da jetzt doof irgendwas machen zu lassen. Er wechselt leider raus, das heißt, Kehrtwende wäre doch der Play gewesen. Ich habe überlegt, aber ich dachte mir, aber es kommt in Anführungsstrichen nur Slazzle. Ist halt natürlich die Frage, drückt man da jetzt einfach EQ? Ist das so ein, ist das ein Ding, das wir machen können? Weil dieses Mal drücke ich wirklich, glaube ich, einfach EQ. Oder? Slazzle? Slazzle, Bro? Also, selbst wenn der jetzt, also ich gehe jetzt einfach mal von Modest Specs aus. Okay, Modest Specs Fire Blast könnte mich rausnehmen. In Lando T wirft da was nochmal rein? Slowbro. Aber auf Specs weiß ich nicht, ob ich ihn auf Specs sehe. Ist ja jetzt die Frage, ich sag Milotic hier reinzuwerfen, ist halt schon sehr obvious. Deshalb überlege ich hier einfach eine Steinkante zu klicken, wäre auch eine Möglichkeit. Oder Erdbeben oder Tarnsteine halt. Ich sag, beim letzten Mal, als ich gegen Entei einfach drin geblieben bin, ist es gar nicht so geil ausgegangen. Deshalb überlege ich, ob ich jetzt Erdbeben, Kehrtwende oder was drücke. Aber wenn ein Lamus geht, haben wir halt quasi so ein bisschen in dem Punkt verloren, dass er Momentum bekommt. Deshalb überlege ich, ob ich einfach Kehrtwende klicke auf Lamus-Mandibuzz. Und ich glaube, ich kriege Kehrtwende. Ich glaube nicht, dass er hier drin bleibt.
Punchline wäre auch eine Möglichkeit gewesen, okay. Aber ich denke, momentan kommen wir auch ganz gut voran. Weil der drückt halt jetzt eh wieder Defog dann ansonsten mit dem Ding. Wir kommen jetzt eigentlich immer ganz gut voran, wenn wir jetzt hier Kehrtwende klicken, wieder in Toxtricity gehen, wieder Voidwechsel drücken und halt einfach dasselbe Spielchen spielen. Wir müssen halt vorsichtig sein, weil Stoutland hat Wild Charge drauf, haben wir jetzt schon gesehen. Ich hatte nämlich nur Donnerzahn gerade im Kopf bei dem. Aber das stimmt natürlich, dass der auch auf jeden Fall Stromstoß hat. Und Mensch, Überraschung, wir drücken mit Toxtricity Voidwechsel, Freunde. Es ist der Wahnsinn. Also das Karussell, er dreht sich und dreht. Ich glaube, kann es sein. Ich glaube, diesen Spieltag realisiere ich jetzt gerade erst. Jedes meiner Pokémon hat Momentum. Alle 6 Pokémon. Oh, da werden sich die Kommentare freuen. So viel Momentum. Das gehört doch glatt verboten. Okay, und es kommt wieder der Brocken. Welche Überraschung. Der Brocken lässt halt Lando T wieder rein. Und dann... ich bin am Überlegen, ob ich... Also ich würde halt gerne EQ klicken, weil... Also ich meine, ich gewinne das Spielchen quasi, glaube ich, auf Dauer. Im Normalfall. Wenn ich nicht blöd bin. Weil jetzt halt wieder mein Landorus T reinkommt. Und wir jetzt eigentlich wieder Rocks legen. Und dann drücken wir eigentlich wieder U-Turn. Und kriegen wieder Toxtricity rein. Deshalb, ich kann mir vorstellen, dass Belex jetzt maybe predicted und selber seine Tarnsteine rauslegen will. Weshalb ich fast gewillt bin, Erdbeben zu klicken. Das ist halt jetzt eine 50-50 aus meiner Perspektive. Das Problem ist aber, ich weiß nicht, wie sehr Belex den valued. Weil wenn er Tarnsteine rausbekommt, dann ist Kacke. Das feiere ich dann nicht so sehr, muss ich sagen. Und dann muss ich mir vom Mandibus Damage geben lassen. Ha, das ist eine schwierige und doofe Situation, muss ich sagen. Weil ich sage, wenn ich jetzt halt wieder Kehrtwende oder Tarnsteine drücke, Tarnsteine wären halt... Also wenn, dann würde ich jetzt Tarnsteine klicken. Wenn ich jetzt Erdbeben klicke und Air Rocks rausbekomme, kann ich nicht mehr so free wechseln. Ja, aber auch nicht. Eigentlich sind Tarnsteine immer mein Play, glaube ich, hier. Ich hätte einfach... Ich wusste es, dass er an dem Punkt hier einfach bleiben wird und sich denken wird, komm, der legt doch eh die Rocks raus. Ich wusste es. Ich hätte es mir... Er misst das Toxin. Oh, das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Das ist richtig bitter. Jetzt halt die Frage, ob wir einfach Erdbeben klicken oder nicht. Das ist natürlich mega bitter für ihn. Wir können jetzt hier Kehrtwende klicken. Dann würde er Toxin auf irgendwas bekommen. Ich kann aber eigentlich auch Corviknight gehen gegen den. Und dann... Aber dann U-Turn ist wieder Slow-Momentum. Ich weiß nicht, ist es hier vielleicht sogar Steinkante? Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt einfach nochmal auf Toxin geht. Ich sage, er geht nochmal auf Toxin. Ich werde das ist falsch. Oh, und es ist richtig. Und ich glaube, der ist dead. Aus der Range ist das Gigalift dead. Keine Tarnsteine für mich. Geil. Mega lucky, dass wir nicht toxinisiert sind, weil dadurch Lando T natürlich noch mega geil da ist. Und wir keinerlei Chip-Damage mehr bekommen werden. Da war die 10%-Fee heute mal über uns, zumindest jetzt gerade. Was auf jeden Fall sehr nice ist. Und kein Sandsturm mehr für Stoutland. Auch immens geil. Weil dadurch ist Lando T immer schneller. Latios ist immer schneller. Cinderace ist immer schneller. Kyurem ist sehr wahrscheinlich Modest Scarf. Okay, das heißt, wir haben eigentlich schon einiges an Infos gewonnen. Slazzle, gar keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht Specs. Sonst hätte er wahrscheinlich sogar Fire Blast Risiko eingehen können. Und er geht den Numa Kappa, den Hund. Drücken wir trotzdem Kehrtwende. Einmal nur, damit der Chip bekommt. Dann kriegen wir halt auch Chip. Aber ich will eigentlich keinen Chip bekommen, weil dann ist Slazzle nicht ganz so schlimm. Ich bin sogar gewillt, in Wutkicks zu... Wutkicks sieht ja jetzt mega geil aus. Ach du Scheiße, der drückt ja jetzt... Also Boom Burst drücken wir eigentlich immer. Ja, wir haben halt kein Slow-Momentum gegen den. Das ist halt sehr nervig, dass er den halt jetzt for free bekommt, nenne ich es jetzt mal. Wir würden mit Spezialität in das meiste gut reinkommen. Wir könnten auch... Aber der wird doch hier eh immer Teleport klicken. Sind wir ehrlich, der drückt doch eh immer Teleport an dem Punkt. Deshalb bin ich gewillt, hier einfach Erdbeben zu klicken. Allerdings will ich noch ein bisschen Switchen-mäßig mir was aufbewahren mit dem. Deshalb könnte auch Kehrtwende einfach der Play sein. Und ich denke, es ist auch einfach Kehrtwende der Play. Und dann gehen wir Milotic und gucken einfach mal, was der so machen will. Also Core Mind Setup wäre gefährlich. Halte ich aber für eher unwahrscheinlich, dass es kommt. Ich nehme doch im Übrigen den Damage mit, fällt mir gerade auf. Weil ich habe jetzt zum Schluss nicht mehr so viel nachgedacht. Aka, dass da jetzt der Beulenhelm kommt, was ich eigentlich ein bisschen davor angesprochen habe. Aber hey, müssen jetzt einfach mal gucken. Und ich sag,
Milotic ist ein guter... Es ist wirklich ein Core-Mindset, ich pack's nicht. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dass er jetzt wirklich das Core-Mind-Setup auspackt. Ich habe eigentlich gehofft, dass das nicht geschehen wird. Okay. Wie gehen wir dagegen vor? Weil der wird auf jeden Fall Slack-Off haben. Muss er fast haben. Also eigentlich würde es mich wundern, wenn er das nicht hat. Der ist gefährlich. Der ist jetzt sehr gefährlich. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich auf die Rollwände gehen. Für den Chip. Der müsste eigentlich... Ich sage, in der Runde müsste fast Slack-Off kommen. Muss jetzt hier nicht Slack-Off kommen? Ist es jetzt hier in Toxtricity zu gehen? Ich weiß, wir geben uns gerade Boyenheim-Damage. Wir hätten hier sogar hart... Ich glaube, hart rausgehen wäre eher der Play gewesen, merke ich gerade. Am Anfang gut gespielt und jetzt einfach so im Irgendwas drin. I mean, Ice Beam wird er jetzt hier auch nicht klicken. Deshalb ist, denke ich, Latios auch fein. Und wenn er sich jetzt nicht selber heilt, sind wir eigentlich in einer coolen Position. Aber er drückt Tagedieb, okay. Slowbro, vermutlich physisch-defensiv vom Damage her. Auf plus 1 two-shotten wir immer noch mit Donnerblitz. Allerdings wird natürlich ein Eisstrahl auch richtig viel Damage machen, ne? Von ihm. Das Schöne ist, er hat jetzt nicht mehr wirklich einen Donnerblitz switchen. Das heißt, wir gehen einfach auf Donnerblitz. Was will er reinwerfen? Also Kirim könnte reinkommen, aber da liegen halt Tarnsteine noch. Das heißt, der kriegt schon mal Chip. Donnerblitz ist ein Two-Shot dank Expertengurt plus Dings. Und er geht nochmal auf Gedankengut. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch einen lebt auf plus 2. Könnte sogar eine Damage-Roll sein an der Stelle. Jetzt wünschte ich sogar, der Sandsturm wäre noch da. Wir müssen nochmal auf Donnerblitz gehen. Wir haben keine andere Wahl. Ich glaube sogar, er muss eigentlich rausgehen, weil er Angst haben muss, dass es eine Damage-Roll ist. Aber wir gehen lieber auf Nummer sicher, weil wenn der sich jetzt krass setup, dann ist doof. Und den Azurdrachen reinkommen zu lassen, ist okay. Der kriegt Tarnsteine ab. Perfekt. Das heißt, er ist auf definitiv nicht gut. Nee, wie kriegen wir eine Donnerblitzpaare? 10%? Ich habe gehört, dass das gegen die Drachen immer gerne passiert. Und der kann ja jetzt, zumindest solange Mandibus das nicht wegmacht, nicht mehr so oft reinkommen. Wir gehen hier, denke ich, einfach in Leibniz wieder. Wir sind uns ja inzwischen sehr sicher, dass das Ding den Wahlschall trägt, ziemlich sicher Modest ist. Wir müssen halt jetzt gucken, ob wir das noch ganz gut irgendwie gegenhalten können. 291 auf Gefriertrockner kommt wieder, okay, 291. Ja, dann müssen wir halt roosten, ist so die Sache. Es war 291, das heißt, er hat uns gerade 110 gemacht. Wir werden dann kein Switchen mehr. Allerdings will ich jetzt eigentlich auch nicht Slowbro reinlassen. Aber ich glaube, Slowbro ist ein Ding, das wir noch gehandelt bekommen. Deshalb würde ich jetzt hier eigentlich Ruheort klicken. Er geht auf Gefriertrockner. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Er hat wahrscheinlich die U-Turn predicted. Und wir kriegen den Roost raus. Okay, das ist sehr schmackofatz. Sehr, sehr schmackofatz. Den natürlich wegzubekommen, wäre auch strong. Ne, da kann man nichts gegen sagen. Jetzt ist halt die Frage, geht er nochmal auf Gefriertrockner oder nicht? Ich kann mir vorstellen, dass Belix nochmal drauf geht. Deshalb gehe ich auch nochmal auf den Ruheort. Ich meine, wenn er wechselt, yep, dann kriegen wir halt Dings Advantage. Also von dem her lebe ich damit. Und dann bin ich jetzt eigentlich wieder komplett voll. Und jetzt kann ich mir halt vorstellen, dass er wechselt. Ansonsten gehen wir halt in Cinder Ace. Wie gesagt, ich glaube, der ist gescarft. Das heißt, sein Gefriertrockner kommt zuerst. Und das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Kehrtwende. Maybe kriegen wir Momentum. Ich kann mir vorstellen, dass Belix jetzt einfach weiter angreift. Weil eigentlich jetzt ist der Moment, wo man sagen kann, okay, Downy wird auf Kehrtwende gehen. Allerdings, wenn ich ihn jetzt angreife, hat er ein großes Problem, weil er dann weg ist mit Kirim. Und eigentlich braucht er dieses Scarf Kirim noch. Und die Tarnsteine liegen halt, was auch sehr nervig für ihn ist. Also, das sind alles Dinge, die ihm eigentlich nicht gefallen sollten, weshalb er hier gerade überlegt. Für mich, ja, denke ich, wäre Gefriertrockner sogar der Play. Das heißt, angreifen wäre besser gewesen, dann wäre er weg. Und wir kriegen die Kehrtwende raus, okay. Aber ich glaube, Kehrtwende ist genau der Damage, den wir brauchen. Dass wir den jetzt in Tarnstein-Range bekommen und der auf jeden Fall defoggen muss. Das heißt, wir können jetzt wieder in unser mächtig prächtiges Lieberlo gehen und entweder er greift halt an und wir gehen halt einfach auf Kehrtwende, weil wir damit wenig verlieren. Ja, oder keine Ahnung, was er machen will. Ich glaube sogar, er bleibt drin. Aber ich will ihn einfach in eine Range boxen, wo Tarnsteine ihn töten. Dass so lange, also sobald Tarnsteine. Ich weiß nicht mal. Nee, das ist noch über 25 und er wechselt. Geht er wieder in Slowbro? Er geht wieder in Nummerkappe, okay. Damit ist die U-Turn mega free, das heißt, Riffex kommt rein. Riffex drückt Overdrive und Riffex wird jetzt eigentlich einen Kill bekommen, weil ich weiß nicht, was da groß reinkommen will. Maybe Stoutland könnte noch sein, aber ich rechne eher weniger damit. Ich rechne, um ehrlich zu sein, eher weniger damit. So, Wutkicks, komm rein, mein Freund. Wutkicks drückt einfach gediegen Overdrive. Wir brauchen auch keinen Voidwechsel oder so. Gibt nicht wirklich einen Grund, den zu drücken, oder? Wäre Voidwechsel besser?
Ich glaube nicht. Weil dann müssen wir halt wieder irgendwas anderes reinschicken. Und eigentlich finde ich es schon ganz nice, so zu pressuren. Doch, also Overdrive ist eigentlich fein. Eigentlich hier mit Riffex zu stehen, ist immer eine coole Sache. Er wechselt, geht er ins Stoutland? Er geht ins Cerberus? Ich glaube, dass nach Tarnstein und vor allem, weil Overdrive ein Ticken stärker natürlich ist, ein Ticken sehr viel stärker, sollte der tot sein. Okay, und damit geht der Boy mir schon mal nicht mehr auf die Eier. Das ist ein Ding, das wir nehmen. Und eigentlich muss er ja jetzt... Muss er jetzt nicht also seinen Amphira reinschicken? Und das heißt, wir gehen auf... Muss er nicht eigentlich jetzt predicten? Hat er einen Move, um mich rauszunehmen? Wäre jetzt auch nochmal so eine Frage. Wir sind... Bootkicks heißt wie nochmal? Toxtricity. Salazzle. Eigentlich kann er nichts haben. Flammenwurf killt mich nicht. Wenn er Choice Specs ist, killt mich Flammenwurf zumindest nicht, aber Feuersturm würde mich killen. Okay. Das heißt, ich glaube, es ist trotzdem Milotic. Aber eigentlich sage ich, er muss eigentlich in Lamus gehen. Aber selbst dann bringt ihm, glaube ich, Cormine gar nicht so viel. Und wenn, dann muss er eh erstmal Slack offen. Also wäre das alles okay für mich, muss ich gestehen. Und da wir als erstes rausgehen, greift er auch einfach an mit. Oder geht auf Sub. Er geht auf einen Knockoff. Okay. Tatsächlich hat er doch einen Knockoff dabei. Wild, wild, wild. Und wir gehen auf die Rollwende. Wir verlieren nichts mit der Rollwende. Ich sehe da wenig Drawback. Wenn Lamus kommt, ja, dann kommt er halt. Wir machen mit Rollwende auch gegen das Slaze guten Damage. Wir kriegen immer Dings raus. Er geht auf die Schlammwoge, macht es auf jeden Fall richtig. Weil, warum sollte er auch hier irgendwas anderes machen als angreifen bei Rollwende? Er muss halt irgendwie dazu kommen, irgendwas zu reißen. Und dazu kommt er halt gerade nicht wirklich. Wir gehen auf jeden Fall jetzt in unser... Also er kann auf jeden Fall Moves wechseln. Wir gehen jetzt in Libalo. Wir gehen mit Libalo, denke ich, auf... Ich glaube, dass das Mandibuzz noch gechippt ist. Und ich glaube, wir sollten eigentlich mit Feuerball von Cinder Ace den hier immer, ja, immer bei weitem rausnehmen. Das heißt, Feuerball ist hier, denke ich, unser bester Play. Kehrtwende reicht nicht aus und ich weiß nicht, ob er Slowbro reinwirft. Und das tut er nämlich auch nicht. Das heißt, Amphira ist schon mal weg. Auch sehr gut. Nehmen wir natürlich auch mit. War auch gut, dass wir jetzt hier nicht gemisst haben. War ein Crit, der komplett irrelevant ist. Ja, und damit bin ich jetzt gespannt, wen er reinschickt. Also er könnte jetzt Mandibuzz reinschicken, um zu defoggen. Aber dann kriege ich halt eine U-Turn. Ich weiß nicht, ob er das will. Und er geht tatsächlich in Mandibuzz, um zu, I guess, defoggen. Aber wenn er defoggt, hat er ein Problem, wenn ich jetzt... Warte mal, Mandibuzz, wenn das physisch defensiv ist, kann ich den hier an dem Punkt two-shotten? 30 bis 35. Sieht schwierig aus. Ich denke, wir gehen einfach auf Kehrtwende. Wir gehen einfach auf Kehrtwende. Und wenn er defoggt, dann ist das okay für mich, weil ich schicke halt Toxtricity jetzt wieder rein. Und dann kann ich, glaube ich, auf Overdrive klicken. Weil ich sehe jetzt nicht wirklich ein Problem damit, wenn er Fallplate oder Fallplane. Sollte auch fein sein. Und er geht auf Auflockern. Ja, das ist okay für mich. Kyurem, gucken wir mal. Ich weiß halt nicht, was das Kyurem für eine KP-Anzahl hat, aber Overdrive macht dagegen Min-Damage 31 bis 37, wenn er kein HP-Investment hat. Das heißt, wir gehen, denke ich, einfach auf Overdrive hier. Weil ich glaube nicht mal, dass Kyurem hier nochmal reinkommen kann. Okay, und wir kriegen an Mandibuzz den Kill. Nice. Das ist sehr, sehr sweet. Ja, und jetzt müssen wir halt gucken, ne? Also, es sieht immens gut für uns aus, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich würde es mir ganz gerne nicht verkacken, das fände ich ganz nett. Okay, und ab jetzt drücken wir auch immer Boomburst als Angriff, wenn wir mit... Ja, müssen wir eigentlich nicht mal. Ich glaube, Overdrive killt hier auch immer. Wir gehen jetzt, denke ich, einfach auf Leibniz, damit wir die U-Turn... Oder will ich nicht eigentlich einfach was abwerfen? Um quasi sicher zu killen. Also den will ich noch behalten. Der hier bringt mir nichts. Und ich will ja möglichst viel Damage auch auf Lamus haben. Das heißt, eigentlich ist es ja jetzt Lando T abwerfen. Weil wenn er Freeze-Dry drückt, bin ich eh weg. Lando T bringt mir auch nicht so viel gegen Lamus. Wobei, eigentlich bringt mir auch Leibniz nichts. Und dann drücke ich halt U-Turn mit Leibniz. Das ist auch okay. Wobei, eigentlich will ich ja, dass was getötet wird quasi. Eigentlich ist das ja fast schon mein Ziel. Aber ich glaube, Leibniz reinschicken und dann Kehrtwende klicken ist trotzdem das Sicherste, was wir machen können. Und es scheint aufzugehen.
Scheint zumindest so. Muss nicht. Und jetzt sehen wir auf jeden Fall, auf welchen Move er sich lockt. Und er lockt sich auf den Eisstrahl dieses Mal. Okay. 282 auf 141. Das reicht zum Two-Shotten. Wenn er das... Ja, will ich, dass er das macht? Oder will ich jetzt in Milotic gehen? Und dann Rollwände klicken. Ich glaube, ich will sogar in Milotic gehen. Ich meine, Milotic bringt mir nichts gegen die anderen beiden. Wir wissen jetzt, welchen Move er geklickt hat. Danach kann er halt Ice Beam durchspammen. Ich glaube, zweimal Ice Beam sollten wir hier noch leben. Glaube ich. Und Ice Beam kommt wieder, genau. Und danach können wir in Libalo gehen. Und dann schauen wir einfach mal. Wir gehen auf die Rollwände. Wenn er hier weiter angreift, dann doof. Aber, dann wäre es natürlich der Drachenpuls gewesen. Weil dann wäre er jetzt einfach sicher weg. Dann wäre er jetzt natürlich einfach sicher weg. Das wäre auch sweet gewesen. Aber so leider nicht. So leider nicht. Ja, und jetzt wird es langsam sogar ein bisschen nervig mit dem Boy, muss ich gestehen. Können wir von Kyurem ein Leben, einen Eisstrahl? Weil wir wissen ja, er ist gelockt. Wenn der Modest ist. Ice Beam. Ne, ich will Ice Beam wissen. Kann er uns eigentlich auf Toxtricity niemals one-shotten? Das heißt, wir gehen in Toxtricity und drücken Überschallknall. Weil danach kommt Lamus und Lamus können wir dann eigentlich auch besiegen. Und das sollte eigentlich... sollte eigentlich okay sein. Wir gehen auf Überschallknall. Er geht auf Eisstrahl. Und eigentlich, ich glaube, es sollte nichts schief gehen. Boah, ich wollte gerade sagen, ich hätte so gejinxt, wenn jetzt der Freeze gekommen wäre. Das hätte ich komplett gejinxt. Ich glaube, wir gewinnen so 6-0 gegen Belex. Kann das sein? Ich glaube, das ist ein 6-0 an dem Punkt. Also der Toxinmiss war auf jeden Fall sehr belastend. Weil ich glaube, das hat Belex auch sehr abgefuckt. Das zum einen, was ich absolut verstehen kann, 90er Move, der Mist. Das bringt einen zum Kotzen. Und jetzt komm, Belex, wirf das Lamus rein. Und zum anderen ist es halt noch sehr belastend, dass, ich glaube, das war so das Main-Ding. Und wir haben ein paar 50-50s, glaube ich, ganz gut für uns gewonnen. Also, da waren auch wenn es nicht unbedingt so aussah, ein paar 50-50s drin, die durchaus auch das Match beeinflusst haben. Anders kann man das nicht sagen. Deshalb, aber ich nehme diesen Sieg mit einem Handkuss mit. Ich habe diesen Sieg echt mal wieder gebraucht. Was überlegt Belex jetzt noch? Hat er eine Wackenbell? Kann er noch irgendwie was reißen? Ich meine, wir haben noch Donnerblitz Latin. Nee, hat er auch nicht. Ja, damit ist GG. Das wird One-Shotten. Reflex! Ich liebe dich, mal Boy. Reflex hat diesen ganzen Kampf auf seinem Rücken getragen. Der hat Voltwechsel gedrückt, bis es nicht mehr ging gefühlt. Also, das war ein absoluter Ehrenmann an diesem Spieltag. Der hat heute sein Gitarren-Solo ausgepackt. GG auf jeden Fall im Belex. Ist kage, dass er 6-0 verloren hat. Ich glaube, da ist er selbst nicht begeistert. Ich weiß, dass er, glaube ich, Leute gerade hinter sich hat. Deshalb auch ein bisschen doof. Aber Grüße gehen raus an die Leute, die da maybe zugeguckt haben oder so. Ja. Ist halt so. Ich denke, wir haben... Also, ich von meiner Seite aus würde ich sagen, habe ich jetzt nicht so viel falsch gespielt. Toxinmiss war nervig. Ich weiß halt nicht, ob seine Spielentscheidung sich dadurch verändert hätte, wie er gespielt hätte. Aber ja, ansonsten ist ja, glaube ich, hexmäßig zumindest Gott sei Dank nichts passiert. Ja, damit würde ich sagen, haben wir mal wieder einen GPL-Kampf gewonnen. Wer hätte damit gerechnet, dass das in dieser Season noch passieren kann? Der absolute Wahnsinn. Mal kein Vollidiot Downy, kein Vollidiot Hex, der das Match beeinflusst und mich auch ein bisschen salzig macht. Also von dem her und 6-0 ist für die Differenz auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Weil ich habe echt keinen Bock. Ich will eigentlich in den oberen 4 bleiben, bin ich ehrlich. Und im besten Fall natürlich Zweiter werden. Jetzt habe ich noch meinen kleinen Hoffnungsschimmer bekommen. Dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye.